Wie viele Punkte noch? 27, alles easy. Mark muss kurz TS kommen und mir einen Link schicken, falls er mir irgendwie was schickt. Ja. Da, schickst du mir einen Link? Ich muss kurz auf. Aber per TS bitte oder so, ne? Das hier, ne? Du weißt, damit sowas nicht passiert. Ich weiß. Ich mach das schon öfter. Gut. Wie soll ich das nennen, Coach Marky? Ach, das ist mir egal. Du musst es ja nicht ankündigen. Wenn die Viewer was davon haben, können wir ja auch ein paar Fragen nebenbei beantworten, falls ja. Was kommt. So. Chat raus. So, einen Link hier rüber. Dann mache ich kurz Musik aus und dann können wir jetzt hören. So, wartet, ich muss das ganz kurz ein bisschen einrichten und dann können wir jetzt ein bisschen, muss ich jetzt Yes Join Session drücken eigentlich? Ich wurde noch nie eingeladen, ich weiß nicht, was da passiert. Wie mache ich denn? Siehst du meine Hände hier überhaupt? Nee, ne? Ja, sehe ich, ja. Ach, ernsthaft? Müsste das meine sein, oder? Ja. Bei mir wird immer nichts angezeigt. Warte mal, ich muss das mal ganz kurz machen, dass die das sehen. Ah. Da! Theorie! Juhu! Nee, jetzt bitte. Teach me, dass ich keine Solo-Key mehr verliere. Und wie meint? Dazu? Mhm. Oder darf ich mir ganz kurz noch einen Joghurt holen? Ja, klar. Gut, bis gleich. Ich stress hier. Alleinunterhalter, das Stream ist mein! Ah, ihr seid alle Versager. Jo, so wieder da. Jo, schon erledigt. Wo hast du deinen Kühlschrank stehen? Ungefähr Luftlinie 3 Meter von mir ist die Küche. Nice, hab ich auch. So. Genau. Es gibt zwei Sachen, wo ich heute erstmal grundlagenmäßig mal mit dir anreißen wollte. Nämlich die Sache zum ersten mit ID Carry in Team, ja? Mhm. Und dann ein bisschen, was ich zumindest jetzt mit dir aufdrücken möchte in dem Team, wäre Pick- und Bannphase. Mhm. Dass du da einen Überblick hast, weil quasi das Ingame du dann nicht mehr brauchst und deshalb entlastet wirst. Und die anderen kriegen ja quasi ihre Ingame-Aufgaben und haben dann noch was ganz anderes zu tun. Weil AD Carry ist ja die mechanische Rolle. Da hast du genug anderes zu tun im Game. Die Sache ist, AD Carry in Team Ranked, ja? Oder generell im Teamplay. Was glaubst du denn, was deine wichtigste Aufgabe ist als AD Carry überhaupt? Überleben. Und Damage ja. Machen. Also die wichtigste ist tatsächlich Überleben. Die Frage ist, warum solltest du überleben? Damit ich Damage machen kann und die töten kann. Ah, das ist ein Punkt, ja. Ah, nehmen wir jetzt mal an, dein Team wäre stark genug, haben einen Damage-stehenden Top-Laner und einen Damage-stehenden Mid-Laner. Tendenziell sind die immer stark genug, um alleine ein Team zu zerstören. Man könnte ja zum Beispiel auch einen dritten IP-Carry nehmen. Einen zweiten, nachdem, wie es angelegt ist. Aber warum gibt es denn dann überhaupt den AD-Carry? Weil was kann der besser als der Rest? Ich. Will's mir. Bin hier, um zu lauschen. Objectives machen. Aha. 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 Ist absolut
Eigentlich ganz einfach, Eigentlich ganz logisch. weil so ein AD Carry hat ja quasi den meisten Damage an zum einen den Structures, also Türmen und Inhibitoren und so weiter. Und den verschiedenen neutralen Objectives, also Dragon und Baron, hat man einfach den höchsten DPS dran. Deshalb sollte eigentlich das Ziel in Let's jedem have Fight some sein, der real darum geht, dass fun. man ein Objective davon Unterricht ist bekommt. mir auch mal was Und jeder wert. Fight sollte eigentlich darum gehen. Will man am Ende als AD Carry übrig bleiben, um die Objectives auch machen zu können? Weil wenn der Fight ja quasi zu knapp ausgeht, war es nichts anderes als ein Fight. Let's Und have some genau, real die Sache fun. ist, Überleben ist So, dein Ziel. Onylana, In kleiner eurem als Team jetzt drei so die hätte Sache. gern Warte mal mein kurz, warte mal kurz. HP-Status kleiner als drei. Ja. Hashtag Bonus alle Materia. Lieder aus der Playlist entfernen, wenn ich schon keine Pizza bekomme. P-Kappa. Warte mal ganz kurz. Dankeschön, Simonius. Ich muss mal kurz sagen, Simonius hat gerade was donated, deswegen man hat dich nicht mehr gehört, weil es zu laut war. Dankeschön, Simonius. Und Julie, ne? Ich werde das löschen, Materia aus der Liste, Simonius, nur für dich. Du kannst weitermachen. Ja, okay, Problem. Die Sache ist also, der AD Carry muss am Ende bleiben und ihr in eurem Team habt sehr oft, ich sag mal auch einen sehr AD Carry-lastigen Team-Kompositionsstyle. Geschuldet zum Beispiel durch Lulu Pick Mitte und einer sehr tanklastigen Toplanerin, ja. Wodurch öfters die Pflicht, den Damage auszuteilen, bei dir liegt. Dazu gibt es eben einige Sachen, die dann noch problematisch sind oder aufgefallen sind mir, die in den Games Probleme von deiner Seite verursachen können. Und genau, fangen wir einfach mal an und sprechen erstmal kurz die paar Problemchen an. Da würde es sich für mich lohnen, wenn ich jetzt Lucian übe, so für Teamwank generell, oder ist Lucian eher nicht so gut Teamwank? Also Frage nebenbei. Also das Coole an Lucian ist, und das fehlt euch so ein bisschen, er hat quasi Kite-Potential wegen seinem E, ja. Und ist aber gleichzeitig ein Lane-Bully. Also das quasi, er ist quasi das gleiche wie Graves, bloß Auto-Attack-lastiger. Was ihn quasi stärker macht als ein Graves in einer Protect AD Carry Comp. Beispielsweise, weil er eben einfach von diesen Unterstützung da mehr profitiert. Also Lucian, also wenn du einen AD Carry lernen willst, würde ich tatsächlich Lucian sagen. Ansonsten ist dein Champ Pool aktuell eigentlich so ganz okay. Es ist Ich finde für Lucian alles eigentlich möglich, auch was drin ist. ganz lustig, deswegen. Achso, also wenn dir selber gefällt, lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ja auch mal Lucian gespielt, haha. Ja, jetzt sagen Ja, wir mal ja, nichts dazu, ne? Was war es ehemals bester Lucian? EU 12? West. Ihr wisst, Genau. okay. Sehr schön. Nein, die Sache ist, was bei euch öfters mal in der Lane kurz oder schlecht läuft, ist einfach die Sache, du möchtest ziemlich oft ziemlich viel. Ja. Ja. Ich möchte immer viel. Aber Das, es klappt nur die, nicht so. die Sache, die Sache ist, du siehst dich, glaube ich, aus der Laning-Phase ziemlich oft in dem Drang, carrying zu müssen. Das ist eigentlich nicht nötig, weil sobald ihr so einen Turn geschafft habt, dass der gegnerische Jungler hier angelaufen kommt, ihr den Gank abwehrt, kam mir schon oft vor, dass die Gegner dann selber low droppen und ihr dann so dasteht und du dann versuchst, das Ganze zu turnen. Das sind tendenziell immer verdammt. Alin schreibt mich gerade an. Ich weiß, was ich hier erzähle. Also die Solo-Session, die hier ist locker Let's have streambar. some real fun.
Donation, Die Sache ist, Trängschuh, wenn weiter er Geist, hier stopp das Gelaber. quasi einen Fight gewinnt oder entkommt und meistens die Gegner lower sind, hast du dann meistens das Gefühl, dass du da die Kills holen willst. In der Tat, aber eigentlich riskierst du da ziemlich viel, was ihr da euch gerade erspielt habt. Nämlich, wenn ihr so weggekommen seid und die Gegner müssen sich zurückziehen und die müssen das und du tust nicht reingehen, sondern eher aggressiv wieder vorgehen, holst du dir auf sichere Art und Weise die Wave, die du hier dem Gegner denyen kannst. Und wenn man sich das mal durchrechnet, ihr wurdet hier gegankt, musst zurückgehen, die Minion Wave steht irgendwo hier, ja? Und ihr habt eben den Fight gewonnen, weil ihr schön zurückgekitet habt, den Jungler Gang überlebt. Und die Gegner machen back. Dann habt ihr hier Zeit, anstatt zu chasen, die Wave zu pushen und kriegt das Gold von locker zwei Waves in der Zeit. Zwei Waves, das sind 2 mal 6, 12 mal 12, das sind 12 mal 12, 144 Gold. Wenn ich nicht so blöd bin, die zu verkacken. Und natürlich sind die Minions sogar noch mehr wert. Ah, gut, das ist eine andere Sache. Last Hitten beim Pushen kannst du gelegentlich mal üben, weil du dann Probleme siehst. Das kannst du vor allen Dingen viel im Solo-Queue. Nach irgendwelchen Sachen tust du dann ja einfach pushen. Ist die super Gelegenheit, quasi darauf zu achten, die Last Hits so schnell wie möglich zu machen und so viel wie möglich Damage auf die Wave rauszugeben. Kannst dich auf jeden Fall mal konzentrieren drauf, so schnell wie möglich eine Wave zu pushen und alles zu kriegen. Das übt man recht schnell. Und die Sache ist eben, wenn du hier das Ganze gemacht hast, du hast von diesem Vorteil, den ihr hier hattet, reingepusht, kriegst du deine 200 Gold von den beiden Waves, wenn man eine Cannon dabei ist zum Beispiel. Und das Wichtige, du kriegst XP. Das ist ein verdammt großes Problem, was ich bei vielen im Team mittlerweile gesehen habe. Ihr seid nicht gut darin, XP zu managen. Das ist eine Sache, die spreche ich generell noch an. Kannst du das auch nochmal mit Ellen dann, mit denen sie hat Probleme da mit dem Gromp, dass sie da XP kriegt? Also, ne? Das kann man machen, das ist kein Okay. Problem. Eigentlich schreibt mich jetzt hier jeder an. Ja. So genau, das ist die eine Sache. Also lieber, wenn irgendwas kommt, versuch eisern zu bleiben und geh für die Wave statt für den Killversuch. Das Okay. Problem ist nämlich, wenn du hier an der Stelle reingehst und verlierst aus irgendeinem Grund den Fight. Entweder die Gegner spielen es gut oder du machst aus Versehen einen Fehler. Dann wirst du getötet, ist klar. Ja. Und dann, wie gesagt, die Wave steht hier. Du hast hier einen riesen Klumpen Minions, der dann hier im Tower landet. Ja. Und da bist du so weit behind. Es ist nicht schön zu spielen ab dem Zeitpunkt. Also da bist du als AD Carry komplett aus der Lane raus, wenn das passiert. Deshalb, das Risiko, dass dir da was passiert, deckt nicht den Gewinn, den du kriegen würdest, wenn du dann einen Kill abholst. Das Einzige, wo sich quasi lohnt, wo du reingehen könntest, ist natürlich, dein Jungler kommt aus irgendeinem Grund verzögert und dann gehst du wiederum rein. Dann hast du aber auch entsprechend die Cover und falls du dann stirbst, kann immer noch der Jungler das Feld abräumen. Dann ist es wieder Wurf. Sonst so Solo-Aktionen, du hast viel mehr davon, wenn du dir sicher die Minions holst. Und das kann auch nicht in die falsche Richtung snowballen. Weil deine Aufgabe als AD Carry ist ja eigentlich nur, diesen konstanten Damage in Teamfights und auf Objectives zu machen. Ja? Und das kannst du, indem du einfach Minions im Vorfeld farmst. Bei AD Carry ist ja quasi, außer wenn er richtig lächerlich dick ist, ist er ja nie in der Position, selber irgendwas zu carryen. Weil du Ja, das brauchst stimmt immer irgendwie wohl. eine Frontline oder irgendwas, Ja. was macht. Deshalb brauchst du dich eigentlich auch nie direkt in der Situation sehen, dass du carryen musst, weil an der Stelle musst du dich quasi darauf verlassen, dass irgendjemand am Team noch mit gut im Spiel ist. Als AD Carry. Das wäre das. Eine andere Sache. Und das ist verdammt fatal bei Protect the AD Carry. Und das wird verdammt gefährlich. In der Female Scene ja nicht gespielt. Aber in Teams ja öfters mal gesehen. Und für dich, weil wo ich mit dir zusammengespielt hatte,
Jedes Mal sowas, was dir richtig Ärger bereitet, ist ein Split-pushender Set. Oder solche Sachen. Ja. Du nimmst ganz gerne Waves, das ist in Ordnung. Du solltest bloß nie versuchen, irgendwas zu One-on-One, bis auf den Support oder den anderen AD-Carry. Aber dann musst du dir sicher sein, dass du ja nichts siehst, dass du alles siehst. Allen werde ich quasi noch erzählen, wie ihr diesen AD-Carry-zentrischen Playstyle umgesetzt kriegt durch Swords. Und du musst quasi als AD-Carry sicher sein, dass du nur in die Nähe von Gebieten gehst, wo du Vision hast. Das heißt im Endeffekt, du farmst alles, was du in die Finger kriegst. Also wirklich alles im Midgame. Inklusive, wenn du zum Beispiel jetzt auf der Botlane geschoben hast, ja. Und auf der Midlane fängt dein Team an zu groupen. Die sind dann hier zu dritt, versuchen was vorzubereiten, Toplane split pusht. Die bauen hier irgendwas auf, Vision-mäßig, Jungle bereiten irgendwas vor. Dann ist es deine Aufgabe, die Vive hier anzuschieben, dass sie anfängt zu pushen. Die Vive verschafft euch Vision hier hinten. Und dann fängst du an, zu dem Team hinzuzugroupen, Let's weil als have AD Carry some kannst du auch ganz real gerne mal fun. später reinkommen. Teach me Die Senpai Frage ist jetzt kleiner als natürlich, drei. wie ist das mit dem Hinlaufen? Sobald du Vision hast, zum Beispiel die, die jetzt hier aufgestellt ist, jeder Jungle-Eingang ist ja quasi abgedeckt. Jeder Weg, von dem du engaged werden könntest, kannst du den kurzen Weg gehen. Aber vor allen Dingen bei AD Carry lastigen Team-Comps musst du regelrecht immer den Safe Weg gehen. Nämlich durch das eigene Gebiet. Wirklich, als AD Carry darfst du niemals, never, in die Nähe von einem Gebiet kommen, was ihr nicht kontrolliert. Das heißt quasi, wenn ihr aus irgendeinem Grund behind kommt und dem Gegner, die kümmern sich meistens darum, dass denen die Red-Zeit gehört, dann heißt das für dich, wenn du groupen musst, zurück in die Base und groupen. Immer, immer den sicheren Weg nehmen, weil sobald du als AD Carry in so einer Comp, die ihr meistens spielt, irgendwo gecatcht wirst, wirft das Team deinen Death-Timer plus Laufzeit zurück. Und das ist verdammt viel, weil im Normalfall, wenn ein Team gut reagiert, das sind ungefähr 2 bis 2,5 Minuten, die ihr in Zeit haben, holen die easy 1 bis 2 Tower, je nachdem, wie die Waves gerade stehen. Und das sind 2000 Gold behind. Für den Versuch, dass du im Endeffekt backporten 8 Sekunden, ja? Bis zur Base. Und das hier hinlaufen mit Tier 2 Boots sind, wenn ich es recht im Kopf habe, 30 Sekunden. Auf die Mitte. Also an den ersten Tower. Wobei, wenn das sind also 38 Sekunden zusammen, wenn du sofort losläufst. Sag mal 40, wenn du noch ein bisschen shoppen tust. Ne? Und jetzt diese richtig kurzen Wege hier zu gehen, obwohl es gefährlich sind, mit Tier 2 Boots sind das 25 Sekunden. Du gewinnst 15 Sekunden, wenn es gut läuft, und riskierst dafür potenziell 2000 Gold Nachteil. Für 15 Sekunden. Und das ist die Sache. Es kommt dir so vor, als ob das eilig ist, dass du da bist, aber im Normalfall muss dann einfach, und das kläre ich noch, das Team auf dich warten. Okay. Das ist einfach die Sache. Du musst für dich planen, wie weit du Farm sicher nehmen kannst. Also solange du Vision hast, kannst du Farm nehmen oder die Sicherheit von einem Tower. Schieben, rotieren. Immer durch gesichere Gebiete. Und das so, ich sag mal, wo du sicher bist, dass es sicher ist. Wenn hier dein Team irgendwo in der Nähe herumläuft, wird wahrscheinlich hier niemand langkommen, ohne die zu fighten. Das heißt, du kannst auch den kurzen Weg nehmen. Und wenn du kurze Wege nimmst und stellst fest, dein Team ist noch am Vorbereiten, dann passiert es ziemlich oft bei vielen Teams, dass der AD Carry dann mit hier dasteht und einfach sich mit dem Midlaner den Farm teilt. Aber wenn du siehst, dass dein Team noch am Vorbereiten ist, ja? Im Midgame hast du meistens schon mal ein bisschen Damage und meistens ganz gut Lifesteal. Solltest du dir quasi überlegen, dein Team ist noch am Vorbereiten, die pushen hier gerade die Wave raus. Soweit, die Ellen läuft hier rum, fängt an, ein bisschen Wards zu placen, dass man die Flanken gesichert hat, ja. Da geht hier noch nichts los.
Teamfight-technisch oder Pressure-technisch. Kannst du also die Zeit nutzen, wenn du sowas siehst, hinzugehen und Camps mitzunehmen. Sobald sich die Gelegenheit ergibt. Einfach, sobald du, wenn du feststellst, ich kann mir nichts kaufen, einfach jedes Gold mitnehmen, was du kannst auf dem Weg für die Rotation. Stehst dann zum Beispiel hier das Camp und dann Mitte. Das ist ein Erfahrungswert. Im Midgame meistens kann man sich überlegen, du den Golems laufen von der gepushten Wave, das ist ungefähr hier, dauert 10 bis 12 Sekunden. Ja? Ein Camp machen brauchst du ungefähr 10, damit du so zeitlich so ungefähr eine Schätzung hast. Der direkte Weg, wie gesagt, 25 Sekunden. Da hast du hier schon mal 10 Sekunden verbraucht zusätzlich. Und dann ist es von hier aus nochmal 20, dann hast du 40 Sekunden für die Jungle-Route. Hier nochmal 10 Sekunden, du bist bei 50 Sekunden. Du musst immer quasi schätzen für dich selber, wie lange braucht dein Team für die Vorbereitung. Und ein gutes Maß, um das zu schätzen, ist ja immer zu sehen, Waves kommen ja alle 30 Sekunden rein, ne? Neue. Und dein Team will ja einen gewissen Push-Zustand herstellen. Meistens ist das in die Nähe von dem Tower, der noch steht. Im Midgame ist es meistens dann hier hinten. Bis dahin hast du Zeit. Und du siehst ja immer, wann eine neue Wave kommt. Die erste kommt jetzt hier rein. Die beiden Waves treffen sich auf der Mitte. Dann werden die hier weggemacht. Der gegnerische Midlaner wird vielleicht ein bisschen zurück die Wave clearen. Dann pusht die Wave vielleicht hier hin. Es gibt immer so Halblängenstöße, wenn eine neue Wave reinkommt und du die pushst, solange du im Vorteil bist. Und das sagt dir immer, alle 30 Sekunden rutscht das ungefähr so ein Stück weiter. Das gibt dir ungefähr das Gefühl dafür, wie viel Zeit du hast, um von hier unten zu deinem Team zu kommen. Wenn die Wave hier anfängt und ihr wollt dahinter, hast du quasi eine Minute Zeit. Und die Minute hast du entweder für Backport und reingehen oder hier zu dem Camp gehen, Camp clearen, backporten und hingehen. Oder wenn du gar nichts dir leisten kannst, Camp, Camp und hin. Das sind so die Zeitniveaus. Und da kannst du verdammt viel rausholen, weil wenn man überlegt, das Camp hier sind 100 Gold, das Camp sind 100 Gold. Oder du bist einfach sehr viel schneller als der gegnerische AD Carry, der vor allen Dingen Female Scene hier runterkommen wird und die Wave zurückpushen. Habe ich verdammt oft gesehen. Und in dem Moment, wo das passiert, habt ihr in der Mitte Überzahl. Einfach weil du darauf geachtet hast, dass dein Timing stimmt. Und verdammt viele, weil sie es selber auch machen, rechnen damit, dass du einen Backport machst und dann anfängst, wieder irgendwo hinzulaufen, ja, um dir Farm zu holen. Aber tatsächlich war gesagt, dein Team will jetzt was auf der Mitte machen und du bist rechtzeitig da und währenddessen guckt der gegnerische AD Carry erstmal hier unten rum. Und das verschafft euch als Team einen Vorteil, den du quasi als AD Carry dem Team geben kannst. Reine Überzahlsache. Indem du darauf achtest, quasi wie viel Zeit du hast, um wohin zu kommen. Das war Nummer zwei. Wenn du übrigens Fragen stellen willst, oder es zu schnell geht, kannst du es ruhig sagen. Alles gut. Das wiederholst du ja nochmal mit mir, ne? Das letzte Ding ist die Sache mit Teamfight Positioning. Du stehst stellenweise ein bisschen mutig. Es ist, ja, in einer AD, Protect AD Carry Comp kann das gut sein, solange der Peel so gut ist, dass der Gegner alles verpulvert und dich nicht kriegt. Ich mag das persönlich nicht so ganz. Weil erstens können Fehler passieren, zweitens, wenn du in der Protect der AD Carry kommt und AD Carry verlierst, hast du irgendwie ein Problem. Weil dann ist jeglicher Damage im Arsch. So, und die Sache ist einfach, was du machst ziemlich oft, ist dich zu nah an verschiedene Damage-Threads ranstellen. Also im Normalfall hast du ja, was für dich relevant ist, den gegnerischen Toplaner und Jungler, die dich nerven wollen, ja? Und unter Umständen der Midlaner, der entweder auf Range
oder als Assassin ziemlich viel Burst Damage auf dich geben kann, ja? Deine Sache, wie du als ID Carry stehen musst. Dein Team ist aufgestellt. So, auch ungefähr so. Was du als AD Carry machen willst, ist, die potenzielle Gefahr für dich größtmöglich zu minimieren. Also kleinstmöglich zu halten. Und das erreichst du eigentlich dadurch, indem du dir anguckst, wie die gefährlichen Sachen für dich im Gegnerteam, eben Top-Jungle Mitte, zueinander stehen im Gegnerteam. Meistens bildet sich dann nämlich sowas raus, oder sehr oft, dass die beiden parallel reinkommen. Und der Midlaner steht natürlich irgendwo dahinter. Und das Entscheidende ist, am sichersten bist du, wenn du dir das Ziel suchst, was erstens am nächsten ist. Und bei deinem Positioning beachtest, dass du gleichzeitig von allem anderen, was nicht dein Ziel ist, in dem Fall jetzt der Toplaner, weil er am nächsten dran steht, dass alles, was nicht. Also du hältst dich dann so weit wie möglich von allem fern, was nicht dein Ziel ist. Das heißt, wenn du hier stehst zum Beispiel, das wäre die ungünstige Variante, ich nehme mal den Rest alles weg, dann hast du potenziell, kannst du engaged werden von beiden. Auf kürzestem Weg, ja? Und dein Team ist quasi dazu geforst, zwei Leute von dir runterzupielen. Was die ganze Sache viel schwerer macht. Wenn du dich jetzt wiederum auf der Seite hier positionierst, hat er hier den kurzen Weg. Das ist ja auch der, den du fighten willst, weil er am tiefsten drin steht, ja. Du musst ja als AD Carry wirklich immer bloß aufs nächste Ziel hauen, im Normalfall. Und er hier hat einen viel längeren Weg, um reinzukommen. Und das Entscheidende, was passiert, wenn das der Fall ist, kann zum Beispiel die Ellen, nachdem der Tank auf dich reingegangen ist, hier dazwischen gehen, den Jungler irgendwie rauspielen und du kannst ohne weiteres den Tank one-on-one. Der Jungler wird rausgeschoben. Jungler wird rausgeschoben. Aelin kann zu dir zurück und ihr könnt zu zweit den einen Tank fighten und das Gegnerteam ist separiert. Und dazwischen steht eure Frontline. Und verhindert jeglichen weiteren Re-Engage. Das ist das Entscheidende. Dadurch, dass du quasi diese Distanz zu dem zweiten Engage gehalten hast, gibt es nur einen und der ist verdammt leicht von dir runterzupielen. Und dann entsteht auch nicht so viel Chaos, weil das kriegt der Rest noch von mir gesagt, wie sie stehen müssen bei Protect the AD Carry. So kann dir eigentlich gar nichts passieren. Und darum ging es ja, was ich eingangs gesagt hatte. Als AD Carry musst du den Fight überleben, damit du am Ende Sachen kaputt machen kannst. Genau, und genau sowas unterstützt das. Die andere Sache ist die Frage Positioning zum Midlaner. Von einem Assassin möchtest du ganz gerne so weit wie möglich Abstand halten. Achso, übrigens, wenn hier jemand sagt, die alten Linien, ich glaube, du siehst viel mehr als ich. Die müsstest du, glaube ich, selber entfernen. Echt? Ich weiß nicht, hier sind bestimmt noch überall Linien, oder? Weiß gar nicht, wie ich hier was entferne. Keine Mit dem Ahnung. Radiergummi. Ja, den kann ich, wenn ich draufklicke, dann passiert das. Siehst du die Punkte? Ja? Ja, mehr passiert da nicht. Ich mach die mal weg. Genau, ist die Sache, weil die Linien. Ich habe keine Linien mehr. Ich habe Das bloß ist gerade im jetzt Chat schön. gesehen, dass alle anderen Linien sehen. Ist einfach zu treffen. So, noch irgendwelche Linien oder soll ich die alle wegmachen jetzt? Können eigentlich alle weg. Gut. Für sie zu treffen. Sonst wird es, glaube ich, ziemlich unübersichtlich, weil bei mir sieht es gerade ziemlich sauber aus. Das ist irgendwie ein Bug, der ist seit kurzem erst drin. Genau, die Sache mit dem Midlaner. Wenn die selber einen sehr supportiven Midlaner haben, und das kommt ziemlich oft vor in den Female Teams, Wenn die ein Wasser haben, wenn die was haben? nein, einen defensiven Midlaner, also so Lulu, Orianna, alle die Sachen, die quasi als Aufgabe haben, irgendwie noch eine Schutzfunktion nebenbei. Von mir aus auch eine Lux.
An die kannst du verhältnismäßig nah ran. Du musst nur verdammt aufpassen, dass du keinen CC kassierst von dem Spaß. Auf die musst du ein Auge halten. Im Normalfall, wenn du es kannst, bleibst du natürlich von allem weg. Aber ich würde persönlich lieber an einem Midlaner stehen, an so einem Support-Midlaner, wo du den CC dodgen kannst, als so ein On-Click-CC-Jungler, der dich einfach platt macht. Weil wenn du nämlich zwei CCs abkriegst, Top-Laner und Jungler, und der Midlaner steht dann irgendwo hier hinten und hat dann genug Zeit abzufollowen und den Burst reinzugeben. Dich quasi selber sicher zu sein, dass du hier dem Midlaner einfach ausweichst, während du den Toplaner fightest. Nämlich die Sache ist, wenn du so eine gefährlichere Position nimmst zu einem eher ungefährlichen Midlaner, gibst du deinem Team die Gelegenheit, den Midlaner zu holen. Quasi fungierst du dann als Bait. Und das ist die Sache, wo ich eigentlich toll finde, wenn man Protect der AD Carry spielt, so kontrolliert deinen AD Carry dazu zu verwenden, zu baiten. Und nicht die Extremvariante, wo du dastehst. Sondern kontrolliert quasi den Midlaner rein zu baiten, dass er dich ja holen könnte. Und dabei kriegst du aber eigentlich eine Lulu-Ulti drauf, eine Shen-Ulti oder sonst irgendwas. Und der Midlaner hat nie im Leben genug Burst, um dich zu holen. Was dich eigentlich nur töten kann, ist DPS und CC. Und der Protect der AD Carry Comp ist Burst eigentlich nicht dein Problem. Außer dein Team ist zu langsam, um irgendwas auf dich zu schmeißen. Dann bist du weg. Das ist dann Vertrauen. Als AD Carry muss man viel vertrauen. Ja, ganz toll. Genau, das ist die Sache. Eine letzte mechanische Sache, die ich bei dir hatte in letzter Zeit gesehen, und die anderen haben ja auch mal mit zugeguckt öfters, haben wir diskutiert, dass du, ich sag mal, in hitzigeren Fights dich nicht mehr bewegst. Echt? Es ist eine Entwicklung, die ist noch nicht so lange bei dir, aber es hat da irgendwie stark nachgelassen. Im Normalfall versuchst du ja als AD Carry zwischen den Auto-Attacks von den Gegnern wegzulaufen. Und in letzter Zeit sehe ich ziemlich oft bei dir, dass du stehen bleibst und das ausrambost. Was in vielen Fällen zwar funktioniert, wenn du fett bist und das Team für dich peelt. Die Sache ist nur, wenn du anfängst zu kiten ordentlich wieder, und wie gesagt, das bringst du, das habe ich ja schon gesehen, Ich versuche sollst du mal dich wieder auf jeden drauf zu Fall. achten. Ja, muss auf jeden Fall drauf achten, Okay. weil wenn du das durchziehst, sind das in vielen Fällen einfach mal eins, zwei Auto-Attacks vom Gegner, die du weniger kriegst, weil sie dir hinterherlaufen müssen. Und die können einen Unterschied machen. Je nachdem, was es ist. Wenn das ein Master Yi ist, würdest du ganz gerne eine Auto-Attack weniger ins Gesicht kriegen. Ja, sowieso. Das ist die Sache. Also ich habe jetzt öfter gesehen, dass du dich weniger bewegst zwischen den Auto-Attacks und viel stehen bleibst. Also einfach mal drauf achten. Genau. Das wäre erstmal die Sachen zu AD Carry. Zu den AD Carry Sachen im Grundlegenden hättest du erstmal ein paar Fragen, ist die Sache. Nee, ich finde die Frage hier von SK Judgment Day gar nicht mal so schlecht hier, wo ich farmen soll, wann ich und wo fa ich farmen soll, wenn der erste Tower down ist. Oder soll ich dann lieber die ganze Zeit in so Mitte roamen und versuchen, also klar, dass wir Rotations dann wahrscheinlich schon anfangen, aber es kann ja auch mal sein, Genau. dass wir ein bisschen, sag ich mal, ja, Was Elin freie quasi Luft haben, ne? versucht jetzt immer bei euch durchzusetzen, mehr oder weniger erfolgreich. Weil der Follow-up stimmt bis jetzt häufig noch nicht. Ist eine Sache, so ein ganz einfaches Prinzip, wie man Objectives angeht, ja? Nehmen wir mal an, die Tower sind weg, ja? Dann nehmen wir einfach alle äußeren. Das macht es immer schwerer. Ja, da. Ihr wollt also irgendeinen von diesen Towern Darf haben. ich einmal mal ganz kurz die anderen Linien kurz wegmachen? Achso, Also, oh, die habe ich jetzt zu viel gemacht. Die wir machen können die weg, machen Linien auch wir. weglassen. Du kannst auch Kannst alle wegmachen. du kannst sie gerne jetzt haben, ist okay. Die äußeren Tower sind ja quasi weg, ja? Und dann kommt als nächstes dran, Aileen als Shotcaller beschließt jetzt.
Ihr macht den Bot Tower. Ne, den Mid Tower. Wir nehmen jetzt mal den Mid Tower, ja? Als Beispielerklärung. Also, als Ziel wurde überlegt, nächstes Objective ist der Mid Tower, ja? Der Shotcaller wird sich meistens was dabei denken. Das hat was mit Map Control zu tun. Deshalb bespreche ich quasi alles mit ihr. Ihr müsst bloß wissen, der Mid Tower ist unser nächstes Ziel, ja? Die erste Sache, erster Schritt, ein Objective zu machen, ist es, Objective zu callen. Wir machen Mid Tower. Zweiter Schritt, die Vorbereitung vorbereiten. Klingt, also auf Deutsch ist es so, das gibt's auf Englisch auch. Klingt dann lustiger. Aber wir bleiben auf Deutsch, da muss schon Sinn. Also vorbereitende Vorbereitung. Wenn man einen Tower machen will, braucht man ja Vision, ja? Man kann aber nicht einfach so in den Jungle gehen und anfangen, hier die Wards reinzuschmeißen, weil man ja in den Gegner laufen könnte. Ja? Was man also macht, um sich die Gelegenheit zu verschaffen, Wards zu placen, ist, sich die einfachste Vision im Game zu holen, nämlich Minion Waves. Und das erreicht ihr dadurch, indem ihr um den Punkt, wo ihr warden gehen wollt, quasi die Waves reinpusht, ja? Synchronisiert. Du wirst dann der sein, der unten schiebt, ja? Und dir den Farm holst. Und das Team wird die Mitte schieben. Das ist der Zeitpunkt, in dem du auch easy farmen kannst. Hier reinschieben. Meistens hast du den Support dann noch mit dabei. Oder zumindest in der Nähe, ja? Und Midlaner wird das machen. Jungler wird hier irgendwo rumgurken. Topliner oben. Schiebt ihr das quasi alles rein. Und dann habt ihr das Entscheidende. Die Minions, wenn sie dann hier hinten sind, geben euch Vision über die Lanes. Was passiert, wenn die Minions quasi reingeschoben sind und ihr den Push synchronisiert habt, ist, dass der Gegner natürlich, und das passiert in dem, was ich in letzter Zeit gesehen habe, noch viel häufiger als sonst gewohnt, werden die angelaufen kommen und die Waves clearen. Ja, Top-Laner wird wahrscheinlich oben sein. Das heißt, dadurch, dass eure Minions geben euch ja Vision, seht ihr, wo die Gegner sind. Und dann kommt nämlich Schritt 3, das Objective mit Wards präparieren. Und da könnt ihr, das ist der Moment, nachdem ihr hier gepusht habt, wo ihr anfangt zu groupen. Geht hier zusammen rein und placed die Wards, die ihr braucht. Ja? Das ist der wichtigste Schritt von den dreien. Und ihr seid da absolut sicher, weil ihr seht, was passiert durch die Minion Wave. Und alles, was ihr nicht seht, zum Beispiel Jungler, ist höchstwahrscheinlich nicht zu sehen bei der Wave, ja? Der hat keinen guten Tag, wenn der euch in die Arme läuft. So provoziert man ja auch Catches auf die Art. Da habt ihr dann eure Wards geplaced und du als AD Carry, während hier die Wards geplaced werden, kannst anfangen, hier den Jungle leer zu räumen. Also während dein Team noch rumläuft zu dritt und Wards rausschmeißt, ist es deine Aufgabe, Minions umzuhauen. Also alles, was Jungle ist, du räumst dem gegnerischen Jungle das Ding hier leer. Ja. Und am besten immer stehen lassen, die kleinen Sachen am Schluss. Dann lässt du dem noch ein Geschenk da, dann freut er sich, wenn du dem Minion übrig gelassen hast. Aber das ist doch auch Gold. Geht nur wegen dem Reset, Ja, genau. ne? Ja. Er freut sich bestimmt über die 8 Gold, die er vom kleinen Wolf kriegt. Es sind jetzt 17 Gold, es wird erhöht. Es ist Oh, jetzt der 17. Hammer! Das ist ein Minion. Der Das Hammer! 17 Gold, das sind, guck mal, das sind 34 Gold für die beiden kleinen Wölfchen. Das ist natürlich hart, ja. Ja? Das ist Den ein musst du Healpot. natürlich mitnehmen. Also bitte nicht. Es hängt davon ab, wenn du die absolute Kontrolle über den Jungle kriegst, clearst du die Camps natürlich komplett. Das ist eine Sache. Einfach, wenn das Game gut läuft, kannst du die Camps komplett nehmen. Wenn es mittelgut läuft, lässt du immer die Kleinen stehen und da freut sich der gegnerische Jungler über den Kleinen. Das ist die Sache. Und dann wird eben der Call kommen, als letztes Schritt 4 das Objective machen. Es kann sein, also, dass du quasi, Allen wird dann sagen, Slow Push Bot oder normalen Push Bot.
Das ist im Normalfall deine Aufgabe, nochmal hinzugehen, einen Slow Push oder einen normalen Push zu machen. Das heißt, du kriegst hier nochmal Farm, Slow gehst auf Push mache ich Gewitter. jetzt. Slow Push ist ja jetzt nicht, dass ich die ganze Wave nehme, ne? Sondern Ja, bei Slow nur. Push gehst du hin und haust die Caster Minions um. Okay. Das, was dann passiert, wenn die Caster Minions tot sind, man muss so überlegen, die Caster Minions machen ungefähr den doppelten Damage von den Melee Minions. Und die Melee Minions halten aber doppelt so viel aus. Okay. Und das ist die Sache, wenn du die Caster weghaust, bleibt die Frontline stehen, die viel aushält. Aber die gegnerische Wave macht weniger Damage in deine Wave. Und deshalb baut sich das langsam auf. Ja? Deine Wave braucht Zeit, um diese Melee Minions zu töten. Haut die um, dann geht es ein kleines Stück weiter. Die nächste Wave kommt. Die ist dann vollständig, auch das ist nicht mehr dein Problem. Aber du hast dann, ich sag mal, eine fast volle Wave und eine volle, die neu reinkommt. Und das baut sich dann immer mehr auf, bevor es an den zweiten Tower geht. Wenn du einen Slow Push auf die Art in der Mitte hier von der Lane aufgesetzt hast, dann kommt das als drei Waves hier an den Tower an. Der Sinn von Slow Push an der Stelle ist einfach, erstens, die Gegner verlieren jede Menge potenzielles Gold, wenn sie nichts machen. Und ihr kriegt Tower Damage drauf mit den Minions. Oder, und ihr habt dann nämlich hier in der Mitte gegroupt, irgendjemand geht das clearen. Und ihr habt Überzahl. Und könnt diven, könnt den Tower forcen, je nachdem, was eure Teamcomp hergibt. Im Normalfall, wenn ihr zum Beispiel Tristana habt, geht ihr also mit der nächsten Wave ran, du haust eine Bombe drauf und das Ding ist quasi weg. Ja. Genau, das ist die Sache. Und prinzipiell als AD Carry Farm, wie gesagt, du nimmst dir alles an Farm mit, was sicher ist. Ja, prinzipiell alles, was du siehst. Angefangen bei dem Push. Wenn irgendjemand einen Push callt auf einer Wave, bist du der Erste, der es machen will. Okay. Ja. Außer ihr habt einen Split-Push mit Laner, aber das habe ich bei euch noch nicht gesehen. Oder ist auch nicht Nein. im Champion Pool vorgesehen. Dann pushst du das. Wenn du rotieren sollst, überlegst du, wie lange dauert das, ja? Das ist eine Erfahrungssache. Das kannst du einfach ausprobieren. Mal bist du vielleicht zu spät, mal bist du zu zeitig. Aber wenn du quasi anfängst, mal zu gucken, wie lange du brauchen könntest, das lernt man mit Erfahrung ziemlich schnell. Und dann nimmst du so viele Camps mit, wie du kannst. Wie gesagt, pro Camp ungefähr 10 Sekunden. Und mit Tier 2 Boots schaffst du die Distanz hier in 10 Sekunden. Das ist nicht ganz zwischen den beiden Towern. Ach, fast. Wenn du jetzt einen Phantom Dancer fertig hast, ist es die Distanz zwischen den Towern. Damit du schätzen kannst. Bei welchem AD Carry soll ich denn Phantom Dancer kaufen? Jetzt können wir mal darüber diskutieren. Ob Phantom Dancer oder Statikstich. Man sieht ja auch in der LCS viel Statikstich und ich mag eigentlich auch von Statikstich ja jetzt gerade, wenn ich Tristana spiele, eigentlich schon den Burst, ne? Die Sache, also Static Shift nimmst du aus zwei Gründen. Erstens, du wirst Burst in einem Teamfight haben. Das passiert, wenn ihr eine heftige AOE-Teamfight-Comp habt, dass du einfach mit diesem Static Shift-Proc ein ordentliches Spike reinkriegst und dann knallt es kurz, ja? Und dann, das sind diese Team-Comps, die erkennt man ziemlich schnell, wo die Teamfights innerhalb von 3 Sekunden um sind. Okay. Da holst du ein Static Shift. Du holst genauso ein Static Shift, wenn ihr Probleme habt mit Wave Clear. Nehmen wir mal an, ihr habt entgegen dem, was man im Normalfall denkt, hat zum Beispiel ein Brand Probleme mit Wave Clear. Wegen seiner Range und so weiter. Und der hat bloß dann einen Kelch, Kegel. Was ist noch ein schlechtes Beispiel für Wave Clear? Assassins habt ihr ja nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr schlechten Wave Clear habt, dann holst du dir das. Weil nämlich für den Fall, dass ihr behind geht, musst du mit Wave clearen. Und ein Static Shift hilft ungemein dabei, Waves zu clearen, weil zwischen jeder Wave kriegst du einen neuen Static Shift Proc. Und kannst die Wave damit clearen. Es ist einfach der AOE, dass ihr länger einem Siege standhalten könnt. Ja, und eben prinzipiell auf AD Carries, wo es einfach nur knallen soll. Sprich Graves. Ja, und Lucian ja eigentlich auch, ne?
Bestätigt. Luschen ist so eine Sache. Also ja, ich lasse es auch ganz gerne knallen, weil wenn du den Snowballst und hast ein Static Shift, dann gehst du quasi mit einer kompletten Spell Rotation rein und der Gegner ist weg. Das geht mit einem Phantom Dancer nicht unbedingt. Da kannst du es machen. Aber bei Lucian ist es situationsabhängig. Und das Phantom Dancer ist prinzipiell das bessere Item, wenn du Teamfighten willst. Ja, wegen Minions und überhaupt kein Erstens, genau, Bodyblock, wegen der ne? Sache mit den Minions und bessere Battle Stats. Und meistens hast du, habe ich ja vorhin erzählt, wegen Positioning, hast du im Optimalfall als AD Carry nur einen Gegner im Gesicht. Und den kannst du mit einem Phantom Dancer einfach sehr viel mehr Schaden machen als mit einem Static Shift. Und da holst du es eben quasi. Wenn das Ganze ausgelegt ist darauf, dass ihr Teamfights macht und ihr braucht den Welch Clear und Burst nicht, dann nimm lieber den Phantom Dancer. Der rentiert sich ungefähr nach 3 Auto-Attacks oder so. Genau. Das wäre das dazu. Jetzt die Frage. Das wäre ja der erste Teil. Jetzt so. Ich weiß jetzt nicht, wie du Lust hättest. Können wir das ein anderes Mal mal weitermachen? Pick und Bann oder jetzt dranhängen? Können das auch ein andermal machen. Das reicht Was dir jetzt. lieber ist. Wir machen das ein andermal, dann kann ich das jetzt mal gleich in Solo Queue umsetzen. Genau, also für Solo Queue kannst du auf jeden Fall drauf achten, was du für Solo Queue üben kannst, wieder anfangen zu kiten besser. Ja. Einfach mal drauf achten, dass du mehr zwischen den Auto-Attacks dich auch bewegst. Ich habe gerade mir Schnipsel, also so eine süßen bunten Dinger an meinem Bildschirm geklebt. Ach so, okay. Und Worauf du hoffe. achten willst. Ja. Lucian kannst du probieren. Das ist auf jeden Fall witzig. Und bringt uns auf jeden Fall Optionen. Falls du dich an gestern erinnerst, hatte ich ja gesagt, jetzt ein Lucian wäre gut. Und worauf du noch achten kannst im Solo-Queue jetzt ist, wenn du irgendwo deinem Team joinst, die Sache zu machen, einfach mal zu schätzen, wann könntest du gebraucht werden. Du musst jetzt nicht unbedingt anfangen, die Sache mit den Camps zu machen. Wenn es sich ergibt, kannst du es mal probieren. Aber einfach mal ab und zu schätzen, bevor hier was losgeht, das könnten jetzt 40 Sekunden sein. Und dann einfach mal zu gucken, ob du recht hattest, ein bisschen Erfahrung sammeln. Du musst jetzt nicht genau die Zeit stoppen oder so, aber einfach mal vom Gefühl her, wie lange hätte ich jetzt gebraucht, um da zu sein, wenn es Probleme gibt, ja? Dass du da einfach mal ein Feeling für kriegst, einfach mal bewusster drauf achten. Weil viel passiert ja eigentlich nicht. Wenn du jetzt die Wave pushst, haust du die Minions um und da passiert nichts. Und dich einfach mal umzugucken, wie viel Zeit brauche ich denn, um da zu sein, wenn was passiert. Einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln, weil im Normalfall achtet da keiner drauf. Ist aber unheimlich nützlich im Team, weil du dann zur rechten Zeit am rechten Ort bist. Ohne sinnlos da gewesen zu sein, weil wenn du mit dem Midlaner dir einen Farm teilst, ist es auch nicht so geil. Genau. Das wären die Sachen. Und wenn du jetzt sonst noch Fragen hast oder quick noch der Chat. So, hat der Chat noch irgendwelche Fragen zum AD Carry? Und dann werde ich das gleich mal versuchen. Ich werde auch versuchen, dass ich wieder so ein bisschen mehr darauf achte, dass ich die Last jetzt nicht so verkacke. Ja, also wie gesagt, du musst noch nicht mal irgendwie snowballen oder so. Ja, das ist das, was man immer, das ist dann manchmal so irgendwie, man denkt, man muss jetzt was reißen, ne? Ja. Das ist halt so. Ich Und werde. dann, also du kriegst einfach viel consistent besser die Lead, wenn du Sollen einfach die Ellen sicheren und Sachen nimmst. ich dann Botlane überhaupt Fights forcen oder sollen wir lieber safe farmen? Oder sollen wir erstmal gucken, wie spielen die anderen? Also du wirst ja sehen, ich werde Ellen auch sagen, die soll öfter mal über eure Matchups reden, was sie vorhat, dass du auf dem gleichen Drücker bist wie sie. Die Sache in der Lane, das kann man auch ganz schnell machen. Du solltest dich ja eigentlich prinzipiell so halten, dass du Auto-attacken kannst, falls Alien reingeht, ja? Und im Optimalfall bringst du
die Gegner zwischen dich und Aileen, dass sie die zuerst fokussen. Meistens habt ihr eher eh schon die tankigeren Champions hier. Das heißt, wenn Aileen hier im Gebüsch steht, guckst du zum Beispiel, ob du von hier hinten raus mehr kommst. Einfach immer den Support zwischen dich und den Gegner zu bringen. Das funktioniert auch super im Solo-Queue, so zwingst du den dazu, vorne zu stehen. Anstatt dass du dich dann wunderst, dass der Support so defensiv ist. Wenn du zum Beispiel der Support hier steht, hinter der Wave, und du stehst jetzt hier oben, dann kommt es eben als AD-Carry meistens so vor, als wäre der Support super defensiv. Aber du könntest auch von hier last hitten und auf einmal steht dein Support aggressiv. Obwohl er es nicht will. Obwohl er es nicht will. So ein Scheiß. So Der kannst du arme die Gegner. Support. Ich werde es mal probieren. Und genauso wie du dann quasi später in Teamfights stehst, versuchst du immer nur an einem Gegner dran zu stehen. Die sind nur zu zweit. Die bilden in irgendeiner Weise eine Linie, zum Beispiel so. Dann willst du als AD-Carry die Linie verlängern und dein Support will dazwischen. Wenn du zum Beispiel dann hier sowas hast und stellst dich so hier hin, kriegst du Support und AD-Carry drauf. Gehst du hier rum, hast du nur ein Ziel und der Support muss den längeren Weg gehen. Und so verschaffst du dir immer. Das sind eine bis zwei Auto-Attacks, die du dir einen Vorteil verschaffst. Aber meistens ist das ja das Knappe, was das Ding dann entscheidet. Und deshalb. Die Frage, ob ich einen Hund habe. Nein, ich habe Katzen. Oh, ein Katzenmensch. Ja. Also jetzt hier, wo ich wohne, nicht mehr, aber ganz zu Hause habe ich drei Stück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. genau. Das Okay. noch so als Sache. Okay. Warte, was war gerade noch gefragt? Was ist da? Wirk. Hast du diesen Schirm? Die spiele ich bestimmt nicht. Kalista ist witzig, aber ich finde jetzt nicht mehr so, dass man das unbedingt sein muss. Zumal das eine Kalista würde, glaube ich, nicht unbedingt in eure Teams passen. Was hältst du von Kalista? Man könnte jetzt sagen, Abstand. Wie gesagt, ich mag sie selber auch nicht so sehr, weil sie allergisch auf manche Lane-Matchups reagiert. Was macht man, wenn man 0,5 steht? Farmen. Farmen. Farmen und bei Teamfights wirklich da sein, so. Ich sag mal, der Teamfight fängt an und ungefähr 3 bis 5 Sekunden später bist du da, dann bist du nämlich nicht auf Fokus. Und selbst ein AD Carry, der behind ist, wenn er seine Core-Items gekriegt hat, macht einiges an Damage. Wenn das auf YouTube kommt, grüß mich mal bitte, sagt der Xellus. Ja, das kommt auf YouTube, denke ich. Wenn Nicole damit einverstanden ist. Aber Ja. das schneiden wir raus, das Kommentar. Mach das. Okay, wie trainiere ich am besten Last Hitten bei aggressiven Gegnern? Last Hitten bei aggressiven Gegnern. Ja. Genauso wie ich das gesagt habe, quasi aggressive Gegner können nur aggressiv sein, wenn sie gleichzeitig an dir ranstehen. Und wenn du quasi auf einer Seite stehst, können sie nicht so aggressiv gehen, weil wenn du jetzt hier einseitig stehst und die gehen super aggressiv, dann neigen die ja zu Overextenden und der Support kann das Ganze zurückturnen. Und dann läuft ein aggressiver Fight auf einmal schlecht für die. Weil die zu viel reinkommitten und deshalb die Möglichkeit verlieren, viel Damage zu machen. Genau, gab es noch eine Frage? Das war die letzte Frage, die ich da jetzt gelesen hatte. Okay, dann, wie gesagt, achte mal im Solo-Queue auf die Sache mit dem Kiten. Und du kannst eben mal gucken, dass du mal versuchst zu sehen, dass du so weit wie möglich diese Linien benutzt beim Stehen. Und dieses Laufen zwischen den Auto-Attacks kannst du auch nutzen, um diese Linie quasi nachzuregeln. Das macht es dann auf einmal viel angenehmer, weil du nicht mehr so viel CC abkriegst, nicht so viel Damage. Und dann kannst du auf einmal viel öfter Auto-attacken, als du glaubst. Okay, ich werde es mal probieren. Also soll ich eher unten stehen, quasi Richtung Busch, weil da die meisten Na, nee, Supporter drin im Busch eben hatten? so.
so als Linie verlängert. Je nachdem, die stehen ja auch irgendwie. Achso. Und du stellst dich in der Verlängerung dieser Linie hin. So dass du immer bloß einen Gegner im Gesicht hast. Wenn sie so stehen, gehst du hier rüber. Wenn sie so stehen, gehst du hier rüber. Und so weiter. Okay. Und dann eben, du solltest jetzt nicht natürlich dich absolut darauf konzentrieren, immer so zu stehen, aber immer so schön rumlaufen quasi. Eine Frage kommt jetzt noch. Okay, eine Frage, Warten, dann wird's eine schnell. Frage. Das ist dann die letzte Frage. Was kostet ein Ah! privates Coaching? Wow. Prinzipiell gratis, mein größtes Problem ist die Zeit. Meine Seele. Und das ist das Problem. Um Geld geht's hier nicht. Sonst wäre das verdammt schweineteuer. Also wenn du woanders Privatcoaching holen willst, bist du bei 60 Euro die Stunde. What the fuck? Ja, das aufwärts. Last Shadow verlangt zum Beispiel 120 pro Stunde. Das war dann schon viel Geld. Da muss man schon ganz gut aufpassen, sonst bringt das ja nichts. Na Na gut. gut. Na gut. Dann sag ich mal, viel Spaß dir noch. Ja, werde Und ich haben. probier die Sachen mal und Ich später probiere machen das wir mal. mal Pick und Bann. Machen wir. Gut, dann hau ich Okay. ab und bis später. Bis später. Na dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ups.